Gesund, das wöchentliche Gesundheitsmagazin auf DW. In unserem Studiogespräch erfahren Sie mehr über Gesundheit, Fitness, Wellness und Ernährung. Jede Woche neu, das Expertengespräch aus Fit und Gesund. Und als Gast bei mir im Studio ist jetzt Frau Hanna Feld. Sie ist Diplompsychologin und Stresstrainerin. Sie macht unter anderem Coachings zu Selbstmanagement und zur Burnout-Prophylaxe. Schönen guten Tag, schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Herzlichen Dank. Woran merke ich denn eigentlich, dass ich so richtig gestresst bin? Unser Körper kann uns da eine ganze Reihe von Signalen senden. In der Regel können wir das an Schmerzzuständen innerhalb des Körpers feststellen. Besonders im Nacken und im Rücken, der tut häufig weh. Der Magen-Darm-Bereich reagiert. Das kann in unterschiedlicher Weise sein, mit Verstopfung oder mit Durchfall. Wir können schlechter abschalten, unsere Gedanken kreisen. Die Konzentration wird schlechter, wir machen Fehler. Am Schlaf kann man es auch ganz besonders gut feststellen. Vor allem, wenn wir entweder Einschlaf- oder auch Durchschlafstörungen haben. Das heißt zum Beispiel nach 3 Stunden wieder aufwachen und insgesamt auch nach einer akuten Stresssituation schlecht wieder entspannen können. Es ist tatsächlich nicht nur, dass ich mich gestresst fühle, sondern der Körper gibt richtig Warnsignale. Ja. Ja. Wann spricht man denn jetzt eigentlich von einem Burnout? Was ist denn der Unterschied zum normalen Stress? Ja, also solange ich den Stress noch ganz gut wieder abbauen kann nach dieser akuten Situation, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das ist auch was Normales. In solche Situationen kommt jeder Mensch. Gefährlich und schwierig wird es, wenn es zum Dauerstress kommt. Und dieser Dauerstress kann den Körper in eine wirklich massive körperliche und auch psychische Belastung hineinführen. Wir nennen das einen ganz starken Erschöpfungszustand. Der kann so weit gehen, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, morgens aufzustehen und seinen Tag zu bewältigen. Also zum Bäcker zum Beispiel zu gehen. Und das wird in der Regel ausgelöst durch eine psychische Krise. Und der Kern dieser Krise hat was mit einem Scheiternserleben des Menschen zu tun. In Dingen, die ihm persönlich wichtig sind. Das heißt, es sind die eigenen wesentlichen Ziele und die wichtigen Werte fürs Leben. Das kann bis hin zu einer wirklichen Selbstwert- und Sinnkrise führen und ganz starken Selbstzweifeln. Und manche Menschen stecken Stress ja irgendwie besser weg als andere. Warum ist denn das so? Ja, also da gibt es die Forschung, sucht im Moment dafür nach genetischen Ursachen. Was wir definitiv wissen, ist, dass es einen starken Ursprung gibt in den Erfahrungen der ersten 7 Lebensjahre, die uns sehr, sehr stark prägen und dann auch dazu führen können, wenn wir da stark Stress auslösende Situationen hatten, dass wir danach im Leben auch immer wieder schneller empfänglich sind für Stress. Insofern ist es auch wichtig, diese Phase vielleicht nachher auch noch mal zum Beispiel durch Begleitung aufarbeiten zu können. Man kann sagen, dass nicht alle Menschen gleich stressresistent eben sind, aber jeder kann seine eigene persönliche Stressresistenz verbessern. Durch Training? Genau, also ich kann es durch Training machen, ich kann und durch auch Hilfestellungen von Experten dafür. Frau Feld, was ist eigentlich Ihr persönlicher Tipp, um Stress abzubauen? Da würde ich sagen, gibt es nicht nur einen. Also es gibt ein paar ganz wesentliche Sachen. Grundsätzlich ist wichtig, sich immer mal wieder zu hinterfragen, ob ich mit meinem Leben eigentlich zufrieden bin. Ob das in die richtige Richtung geht und ich ein Sinnerleben habe, die Werte, die mir wesentlich sind, schaffe in meinem Alltag auch zu leben, zu verfolgen. Wenn ich das schaffe, dann habe ich grundsätzlich schon mal ganz guten Schutz. Dann ist es wichtig, den Körper zu stabilisieren. Und da gibt es ein paar Grundsäulen. Schlaf gehört definitiv dazu, Bewegung gehört dazu, eine gesunde, ausgewogene Ernährung und eben auch regelmäßig Zeit für Entspannung, damit der Parasympathikus, also ein Teil unseres Körpers, uns dann auch wieder ein bisschen runterfahren kann und regenerieren kann. Und der Parasympathikus, das ist so der Ruhenerv, der verantwortlich ist dafür, dass wir tatsächlich runterfahren können. Ganz genau. Und gibt es da so unterschiedliche Stresstypen oder ist jeder Mensch da gleich und man sagt, was einem hilft, hilft auch dem anderen? Ja, also wenn man das Ganze systematisch angeht und auch analysiert, was sind die persönlichen Stressursachen, dann kann man schon unterschiedliche Zugänge dazu noch mal finden. Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel ein Mensch besonders in Stress gerät, weil er den Anspruch an sich hat, alles alleine machen zu müssen und keine Hilfe von anderen anzunehmen. Für den wäre dann natürlich wichtig zu lernen, wie kann ich mir Unterstützung holen. Bei jemandem anderen kann das genau anders sein. Der kommt zum Beispiel in Stress, weil er permanent versucht, für andere Menschen da zu sein und den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden. Für den wäre dann wichtig zu lernen, sich da ein bisschen mehr auf sich zu konzentrieren und sich auch mal abzugrenzen. Insofern kann das dann im Detail sehr unterschiedlich aussehen. Was für alle Menschen wichtig ist, ist, für den Körper gut zu sorgen. Und es gibt noch so ein paar allgemeine Tipps dazu. Was sind denn so allgemeine Tipps? Also für die meisten Menschen ist wichtig, zwischendurch regelmäßig Ruhephasen zu haben. Und zwar auch gerade in Phasen, die sehr, sehr unter Zeitdruck stattfinden, das Tempo etwas rauszunehmen. Ich nenne das immer Entschleunigen. Und sich auch zum Beispiel fürs Essen Zeit zu nehmen. Regelmäßig zu essen, in Ruhe zu essen, in Akutphasen vielleicht mal extra viel zu schlafen.
das sind so ein paar ganz allgemeine Sachen. Was auch wichtig ist, ist für Phasen der Nichterreichbarkeit zu sorgen, wo ich mal eben nicht dauernd aufs Handy gucke. Gerade in der heutigen Zeit, genau, wo man ständig gestört wird und unterbrochen wird. Gibt es denn so einen einfachen Tipp, den man in seinem normalen Alltag unterbringen kann, um tatsächlich Stress abzubauen? Sowas wie zum Beispiel Entspannungstechniken. Zum Beispiel, ja. Genau, das kann ich ganz gut einsetzen. Und da gibt es im Besonderen eben, also es gibt verschiedene Techniken. Wir können eine ja vielleicht auch mal vormachen. Gerne. Also die progressive Muskelentspannung ist eine, die sich ganz gut in den Alltag eingliedern lässt. Und was ich dabei mache, ist, dass ich den Körper über die Muskeln in eine Entspannung hineinbringe. Und damit nimmt man zum Beispiel die rechte Hand zur Faust, ballt die so an, dass der Unterarm angespannt ist, hält die etwa 7 Sekunden. Konzentriert sich auf diesen Anspannungszustand und lässt danach wieder los. Wartet dann etwa 20 Sekunden und beobachtet die ganze Zeit, wie sich Hand und Unterarm anfühlen. Im nächsten Schritt kann ich die Hand dann nach oben anwinkeln und das gleiche Prinzip für den Oberarm durchführen. Mhm. Und der dritte Schritt ist, dass ich die Hand nach unten gegen das Bein drücke, um diesen Muskelbereich anzuspannen. Und danach eben wieder 20 Sekunden zu warten, das zu beobachten. Das macht man auf beiden Körperseiten. Und was dadurch passiert, ist, dass wenn die Muskeln entspannen, das ganze System, eben auch das vegetative System, in Entspannung kommt, der Geist zur Ruhe kommen kann, die Emotionen zur Ruhe kommen können. Und die Konzentration eher auf die Entspannung oder auf die Anspannung? Oder sowohl als auch. Also was wichtig ist, ist, dass ich mich auf das konzentriere, was gerade ist. Also während des Anspanns auf das Anspannen, während des Loslassens auf das, was danach stattfindet. Super. Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Ich werde das auf jeden Fall mal versuchen, in den angespannten Situationen tatsächlich mal meine Faust zu ballen und loszulassen. Und ich hoffe, dass mir das denn hilft. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank.